Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, euch zu diesem neuen Video begrüßen zu dürfen. Das erste Mal mit der kleinen Joja an meiner Seite. Ah, einmal kann ich sie stören. Joja, guck einmal in die Kamera. Hallo. So, weiterkauen. Die Kleine ist gut angekommen und ist ein absolutes Vergnügen. Also nicht nur Vergnügen, es ist auch ganz schön anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Aber wir grooven uns langsam ein, waren heute das zweite Mal in der Hundeschule und im Welpenkurs und es macht mega viel Spaß. Und eigentlich kann ich es mir jetzt schon nicht mehr ohne sie an meiner Seite vorstellen. Klar, man muss noch ein bisschen Dinge optimieren und anpassen, aber es macht mega viel Freude. Das einmal schon kurz vorab, weil ich glaube, dass euch das auch interessiert. Dann aber zum eigentlichen Grund dieses Videos. Joja war ja Geheimnis Nummer 1 und ich habe ja noch ein zweites und ein bisschen langfristiger noch ein drittes Geheimnis. Die Rede ist von Geheimnis Nummer 2. Ich habe euch versprochen, dass ich euch da ein Update gebe. Auf Insta habe ich das Ganze nach und nach mit Tipps ja so ein bisschen vorgestellt. Viele ahnen, worum es geht. Und eigentlich will ich auch gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Es ist ein neues Pferd eingezogen. Jetzt ist es raus. Ist es verrückt? Ja. Fällt definitiv unter die Kategorie unverhofft kommt oft. Naja, so oft nicht. So oft ziehen hier nicht einfach Pferde ein. Unverhofft kommt manchmal. Ich glaube, jeder, der grundsätzlich Kapazitäten hat, mehr als ein Pferd zu halten, sei es, weil man einen eigenen Hof hat, sei es, weil man eine eigene Stallgasse hat oder ja, einfach nachher die finanziellen Mittel, um auch im Pensionsstall einfach mehrere Pferde halten zu können. Ich glaube, die meisten schauen immer mal online, was es so gibt. Man schaut mal hier bei eHorses, dann habe ich ja mal bei einer Auktion geschaut. Und ohne wirklich so konkret auf der Suche nach irgendwas zu sein, wäre ein cooles Vielseitigkeitspferd noch cool? Ja, 2, 3, 4 Vielseitigkeitspferde wären auch noch cool. Es gibt dann ja immer so dieses Argument, ja, du hast doch schon, warum brauchst du noch? Ich glaube, brauchen ist da definitiv das falsche Wort für. Gerade jetzt in meiner Situation mit Job und allem ist es eher so, dass ich mir überlegen muss, wie habe ich überhaupt die zeitlichen Kapazitäten. Aber ich bin nun mal der Meinung, man lebt nur ein einziges Mal im Leben. Und ich glaube, aktuell hätte ich mir sicherlich kein Pferd aktiv gesucht. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, unverhofft kommt eben manchmal. Und genau, wie gesagt, Vielseitigkeitspferd wäre cool gewesen, Springpferd auch, ich mag ja vieles. Ne? Ich habe sogar mal drüber nachgedacht Richtung Working Equitation. Eigentlich bin ich ja inzwischen so offen, was mein Denken angeht. Aber eine Sache, die mir auch immer wieder im Kopf rumgeschwirrt ist und wo ich auf eHorses euch ja auf Insta irgendwann auch schon mal ein Pferdchen gezeigt habe, eine Schimmelstute, die mir sehr gut gefallen hat. Eine Idee, die ich immer mal hatte, war, warum nicht mal ein richtiges Dressurpferd? Durch Paulchen durfte ich, also mit Wölbchen bin ich ja viel Dressur geritten, durch Paulchen durfte ich dann das erste Mal fühlen, wie es sein kann, wenn ein Pferd wirklich schwingt, wenn ein Pferd anfängt groß zu traben. Und ein bisschen habe ich Blut geleckt, muss man sagen. Und wäre ich jetzt aber auch nicht losgefahren, hätte ich gesagt, ich kaufe mir jetzt ein Dressurpferd, ich bin jetzt voll auf der Suche. Aber, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, unverhofft kommt manchmal. Und man lebt nur einmal. Und ich glaube, man bereut mehr die Dinge, die man nicht getan hat. Und wenn so eine Gelegenheit, so eine Chance um die Ecke kommt und man irgendwie die Möglichkeit hat, das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig. Ne? Also man sollte sich dafür natürlich ja, nicht in finanzielle Not bringen, man sollte nicht am Hungertuch nagen. Aber wenn es eben möglich ist und so eine Situation kommt, kann man meiner Meinung nach nicht Nein sagen. Und deshalb ist eben ein neues Pferd eingezogen. Es ist für mich genauso krass wie für euch. Vielleicht ist es für mich noch krasser. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Und ich werde sie, es ist eine Stute, ich werde sie euch gleich auch vorstellen. Vorher aber noch einige Infos für euch. Tatsächlich fing das Ganze mit einer Schnapsidee auf dem CAIO Aachen an. Wisst ihr noch, das mit der Auktion, diese Schnapsidee, die kam auch mit dem Chio-Team zusammen. Also irgendwie scheinen da die besten Ideen so um die Ecke zu kommen. Und ich habe da so ein bisschen Gespräche geführt, geredet, diese Idee kam auf und man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt halt auch einfach wahnsinnig viele Leute, die irgendwas erzählen und wo man das eigentlich auch direkt wieder vergessen kann. Jetzt habe ich mich dabei mit Leuten unterhalten, wo ich grundsätzlich nicht glaube, dass sie einfach irgendwas erzählen. Und trotzdem war die ganze Situation, dass ich mir so dachte, so, what? Ja, mal gucken.
Dann war ich wieder hier und dann vergingen auch so ein paar Wochen und dann poppte das Thema aber immer wieder auf und ja, dann wurde das irgendwie immer heißer und dann ging es so ums Thema, ja, dann lern die Stute doch einfach mal kennen. Und das habe ich gemacht. Ich habe das Stütchen kennengelernt und sie ist wunderbar. Sie hat mir von Anfang an optisch gut gefallen, obwohl sie ja eigentlich nicht mein Beuteschema ist, aber irgendwie halt doch inzwischen. Schimmel wollte ich halt immer und einen Rappen wollte ich auch nicht und Paulchen liebe ich heiß und innig. Und ja, sie ist auch sehr, sehr dunkel. Ich glaube, sie ist als dunkelbraune eingetragen, nicht als Rappe, wobei sie jetzt aktuell wirklich aussieht wie ein Rappe. Da muss ich nochmal gucken, ist sie dunkelbraun, ist sie ein Rappe. Sie sieht Paulchen schon ein bisschen ähnlich, so von der Optik, ist allerdings ein ganz anderer Typ. Sie ist viel kleiner, sie ist sehr viel zarter, da darf auch noch so ein bisschen Muckis dran. Aber ja, sie ist eine Püppi und vor allem ist sie vom Wesen her wirklich das, was ich bisher kennenlernen durfte, der absolute Knaller. Sie ist super, super lieb. Sie wirkt sehr kopfklar auf mich. Sie wirkt ganz ehrlich. Sie ist nicht schüchtern oder so oder sehr, sehr vorsichtig, sondern, ich sag das jetzt so, ne, für Dressurpferd, einfach auch wirklich neugierig. Also sei es jetzt mal hier über ein Cavaletti oder sowas. Sie macht übrigens auch einen ganz netten Sprung, habe ich festgestellt. Eigentlich war mein Plan noch nicht, sie über Cavalettis zu traben an der Longe, aber sie hat das sich so angeguckt und dann war sie so lässig und dann trab mal drüber. Und dann war sie so im Galopp, so, ich kann das auch im Galopp. Und es war so, okay. Das sind aber schon viel zu viele Details, das werdet ihr im Laufe der nächsten Wochen dann erfahren. Also eigentlich ist sie ein klassisches Dressurpferd. Und lange Rede, kurzer Sinn, nach diesem Kennenlernen über mehrere Tage hat sich dann einfach herausgestellt, dass das alles passt, dass ich mich mit der Besitzerin sehr, sehr gut verstehe, dass ich mir das grundsätzlich vorstellen kann. Und da hört ihr es vielleicht auch schon raus, denn die Stute gehört nicht mir. Ich habe sie nicht gekauft, aber ich darf ihr ein neues Zuhause schenken. Und das ist eine Lösung, die für mich mit Paulchen wunderbar klappt und was ich mir früher nie hätte vorstellen können. Aber zu dieser Gelegenheit hätte ich gar nicht Nein sagen können, weil diese Gesamtkonstellation einfach eine sehr, sehr coole ist. Das Ganze ist nicht auf Zeit oder so begrenzt. Man weiß nie, wie das Leben spielt, aber erstmal ist das Ganze ja ohne Zeitstempel versehen und mein Plan ist eigentlich, dass die Stute hier bleibt. Ich möchte euch auch noch ein bisschen was zur Geschichte von meinem neuen Stütchen erzählen. Und da habe ich am Anfang so überlegt, ist das komisch, ist das nicht komisch? Macht mir das jetzt irgendwie Druck, wenn das jeder weiß? Auf der anderen Seite werdet ihr es eh erfahren, weil sich sowas dann immer rumspricht oder ich es dann irgendwann doch erwähne. Und demnach kann ich es auch einfach direkt erzählen, weil final ist es, wie es ist. Und es ist auch nicht so, wie man sich verstecken muss. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich sehr geehrt, aber es ist auch ein bisschen eine verrückte Story. Und wenn mir das einer vor ein paar Monaten erzählt hätte, hätte ich gedacht, ja, ja, klar. Die Stute ist aus Aubenhausen. Und der Verrückte, der die Schnapsidee hatte, ist Benny Werndl. Hat ja geklappt, gute Idee, Benny. Und die Stute gehört Flora Keller, die einige Pferde in Aubenhausen stehen hat. Und Benny reitet eben diese Pferde. Und die beiden haben einfach für sie einen neuen Platz gesucht. Natürlich gibt es in Aubenhausen viel, viel mehr Möglichkeiten als hier. Viel mehr Boxen, viel mehr Platz und so weiter. Trotz allem ist da auch irgendwann eine Kapazitätsgrenze erreicht. Und bei den Zielen, die Jesse und Benny haben, ist es natürlich selbstverständlich, dass final vor allem auch die Pferde da bleiben, die einfach ein enormes, 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 krasses Potenzial haben. Sie bilden sich ja auch jüngere Pferde aus und ich glaube, es ist nur ehrlich, wenn man sagt, okay, es ist nicht so, dass jedes Pferd danach ja auch das halten kann, was man sich vielleicht am Anfang davon verspricht oder was man sieht oder was man glaubt. Und es ist, wie ich finde, tatsächlich auch nur fair, den Pferden vielleicht irgendwann die Möglichkeit zu geben, einen anderen Platz und einen anderen Menschen zu finden. Und dementsprechend finde ich es wahnsinnig cool und wahnsinnig schön, dass Benny und Flora dann final an mich gedacht haben. Flora habe ich inzwischen auch ja, relativ gut kennengelernt und was ich an ihr schätze oder ja, so kennengelernt habe, ist, dass sie ein Mensch ist, ihr ist das Wohl der Pferde das Allerwichtigste. Das ist für sie absolute Priorität und darüber kam auch so dieser Kontakt zustande, weil es halt darum ging, dass das Pferd nicht irgendwo in einem klassischen Sportstall stehen soll, dass die nicht einfach nur genutzt werden soll, sondern dass sie wirklich einen Menschen finden soll mit einem 5-Sterne zu Hause. Und es ehrt mich sehr, dass man dann an mich denkt. Und es macht mich natürlich total glücklich, dass Flora und ich irgendwie auf einer Wellenlänge da schwimmen und uns direkt sehr, sehr gut verstanden haben, gleiche Vorstellungen, gleiche Ideen haben. Und ja, so
habe ich eben jetzt das Vergnügen, dieses tolle Pferdchen hier in Ponyhausen stehen zu haben. Final ist es so, dass sie auch 2, 3 Themen mitbringt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen part of the deal und vollkommen in Ordnung. Weil wer sie eben für da oben mit allem drum und dran und ohne jedes Thema, dann hätte sie den Weg auch nicht zu mir gefunden. Das muss man einfach auch so ehrlich sagen und so ehrlich sehen. Sie hat noch ein bisschen Problemchen in der Anlehnung. Sie ist in Aubenhausen von einem Breiter geritten worden. Ich glaube, Benny wäre auch zu groß für sie gewesen. Und genau, der hat mir das auch gesagt. So, sie ist sehr, sehr, sehr sensibel am Maul und hat da so ein bisschen auch einfach Anlehnungsthemen noch. Was wir jetzt tatsächlich aber auch nochmal tierärztlich abchecken lassen. Es gibt einen Befund im Zahnbereich, der jetzt nochmal abgeklärt wird nächste Woche und wo wir einfach schauen, ob man da nochmal was machen muss oder nicht. Und das finde ich so mega cool. Da ist halt nicht die Frage, wird da was gemacht oder wird da nichts gemacht, sondern ich bin mega, mega happy, dass Flora solche Sachen genauso handhabt, wie ich die handhabe. Ich habe mit ihr einfach gesprochen und habe gesagt, so hey, es gibt einfach diesen Befund im Zahnbereich und ich würde den einfach gerne nochmal zusätzlich abklären lassen und schauen, ob man da jetzt vielleicht was dran machen kann, um mir zu helfen und auch einmal zu schauen, ob da noch andere Probleme sind, die sie vielleicht hat, wo man es ihr leichter machen kann. Und sie hat halt sofort gesagt, ja, hey, das machen wir auf jeden Fall. Wir gucken uns das an. Und das finde ich einfach mega cool, weil das ist so pro Pferd. Und das gibt mir dann natürlich auch die Möglichkeit, sie dann ja nochmal anders und ehrlicher kennenzulernen, als wenn man jetzt irgendwo ein bisschen Problemchen hat und dann so ein bisschen drüber wegreitet und sich das nicht anschaut. Deshalb finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir das in Rücksprache mit Benny und mit Jessie auch einfach jetzt nochmal abklären lassen, damit das einfach eine gute Nummer wird. Tatsächlich hätte das natürlich alles auch in Aubenhausen noch stattfinden können, denn da ist dieser Zahnbefund eben auch aufgepoppt. Aber da ich davon ausgehe, dass wir das alles gut in den Griff kriegen, habe ich einfach gesagt, das kann ich einfach auch machen und das können wir hier machen. Weil das Stütchen tatsächlich auch schon 4, 5 Wochen nicht mehr in Aubenhausen ist, sondern bei meiner lieben Dina stand, bei meiner Trainerin, die sich ganz, ganz viel schon mit der Stute beschäftigt hat. Ich hatte ja jetzt hier große Baustelle und sowas und eigentlich war der Plan, sie direkt herzuholen, dann aber Baustelle, das wollte ich natürlich nicht, dass sie da irgendwie ja, jetzt hier direkt gestresst ist und einfach auch nicht ankommen kann. Da es aus Aubenhausen eh einen Transport gab, hat Benny gesagt, komm, dann bringen wir dir die Stute jetzt einfach direkt hin, wenn wir eh unterwegs sind. Und genau, dann habe ich gesagt, das macht aber mehr Sinn dann zu Dina. Und Dina hat sich jetzt einfach die paar Wochen mit der Stute schon intensiv beschäftigt, ist ein bisschen geritten, hat ganz viel Bodenarbeit gemacht, das Longieren nochmal neu ausgebaut bzw. weiter ausgebaut und da für mich auch einfach so ein bisschen reingefühlt. Das ist für mich natürlich ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn ich weiß, okay, meine Trainerin kennt das Pferd auch gut und weiß, wie es tickt. Die war mal auf der Galopprennbahn mit der, die war mal ausreiten. Ich habe in Aubenhausen natürlich auch schon ein bisschen was ausprobiert, aber trotzdem ist es für mich natürlich total schön, wenn meine Trainerin jetzt in Anführungsstrichen schon eine bessere Gebrauchsanweisung für mich hat. Und genau, wenn diese gesundheitlichen Themen, die da aktuell noch so ein bisschen im Raum rumschwirren, jetzt auch einmal abgeklärt sind, dann kann es sozusagen losgehen. Ich glaube, dann steht ja nichts im Wege, als dass wir eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander haben können. Nicht nur im Dressurviereck, sondern vielleicht ja auch mal über das ein oder andere Cavaletti oder mal über den ein oder anderen Sprung. Da schaue ich einfach mal, was sie anbietet, ob sie Bock hat, wie sie Bock hat. Natürlich ist sie prinzipiell ein Dressurpferd, aber eine vielseitige Ausbildung schadet ja nicht, ne? Ich meine, das machen sie in Aubenhausen auch nicht anders. Da geht es auch auf die Galopprennbahn und dementsprechend freue ich mich auf alles, was da auf uns zukommt. Und da ihr jetzt hoffentlich alle krass neugierig seid, könnt ihr alle eure Fragen, die ihr zum Stütchen habt, mal unten in die Kommentare reintippen. Ich weiß tatsächlich final noch nicht, wie ich sie wirklich nennen werde. Sie hat natürlich einen Namen, aber ich gebe den Pferden ja auch gerne irgendwie so einen eigenen Namen. Also wie ich sie nachher rufen und nennen werde, also ihr Stallname, müssen wir mal einfach schauen. Irgendwie habe ich sie immer Kleiner Muck genannt. Ich weiß nicht warum, aber sie ist für mich so ein kleiner Muck. Sie ist so eine Mucki, so ein Muck halt. witzig, bei Dina haben sie alle Miss Aubenhausen oder Miss Aubi genannt und ich habe auch schon Misaubi draus gemacht. Aber Misaubi kann man Pferd, glaube ich, wirklich nicht rufen. Naja, ich glaube, das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen hier auch noch ergeben. Die ist ja jetzt erst ein paar Tage hier und genau, ich werde euch auf dem Laufenden halten, packt alle eure Fragen zum Stütchen unten rein und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch ein paar Bilder. It's
told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree.